Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Type Zero. Letzte Folge haben wir einen Feldansatz gestartet und die Roshana-Provinz zurückerobert. Wir sind hier in der Stadt Raoma und können jetzt diese betreten. Wir hatten in der letzten Folge einen Auftrag erledigt, der uns jetzt passieren lassen sollte. Class Zero soll unsere Feinde besiegt und sich damit würdig gezeigt haben, Einlass in unsere Stadt zu erhalten. Danke. So. Was haben wir denn hier? Ich würde so gern Drachenreiter werden, aber ich beherrsche Sorüisch, keine Ahnung, nicht. Ohne diese Sprache kann man den Drachen leider nicht kontrollieren. Sorüisch. Solange man die Reiter auf einem Drachen nicht gemeistert hat, das Reiten auf einem Drachen nicht gemeistert hat, wird man Concordia niemals als Krieger angesehen. Die Kadetten sind die Elite Ruprums, die Drachenkrieger, die unsere Riege. Kann ich hier durch? Nein. Toll, das war's. Passwort! Hurz. Retard. Hurz. Falsch! Verdammt. Passwort! Gib lieber auf, anstatt dich weiter zu blamieren. Ich warte hier auf dich, falls du dir nochmal traust. Vielleicht hat jemand in der Stadt hier Erbarmen mit dir und schiebt dir einen Hinweis zu. Okay. Na dann. Das Imperium missbraucht die Macht des Kristalls. Damit hat das Verdammnis über uns, über sich selbst gebracht. Hat das Verdammnis über sich selbst gebracht. Mein Gott. Tja, gib mir einen Hinweis, solange man die Reiter... Hallo? Hinweis? Jemand? Das Passwort ändert sich jeden Tag. Verdammt! Ja, das ist natürlich doof. Vielleicht hätte sie mir noch ein Passwort gegeben. Dann könnt ihr die Bürger der Stadt wieder ohne Angst verlassen. Ja, bitte. Was ist da für dich? Tritt ein. Sprich Freund und tritt ein. Nee. Komisch. Muss ich aber leider einen Tag warten, damit ich weiter kann, was? Schade. Naja, okay. Geh mal wieder raus, ne? Wenn sich hier keiner reinlassen will. Beim Wettrennen ihrer Klasse war meine Nichte die dritte im Ziel, aber sie könnte auch den letzten Platz belegt haben. Ihrem Charme muss man einfach verfallen. Also so. Der sogenannte Brustvorteil oder so ähnlich. Gut, wir gehen mal raus. Oh, warum ist das hier so ein Wetter? Ist es hier eigentlich jemals besser? Ich habe keine Ahnung. Wir können ja jetzt mal ein Stückchen weiter uns vorwagen. Wenn wir denn mal hier Robotschuppen. Naja. Wenn wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Dann reiten wir mal hier hoch in die. In den Norden. Konnten ja hier letztes Mal nicht weiter. Vielleicht können wir es ja jetzt. Können wir es jetzt. Nein! Können es immer noch nicht. In die Relochie-Region. Schade eigentlich. Dann nicht. Dann gucken wir mal, was die andere Stadt noch so für Sachen zu bieten hat. Jetzt habe ich natürlich einen Turbo-Chocobo verbraten. Da steht ein Morbul. Ich habe Bock, gegen ihn zu kämpfen. Komm her! Morbülchen, grüß dich erstmal. Seh nichts. Ja. Oh, ist ja gut. Oh, Alter! Eieiei. Da ist ja der böse Atem. Oh, Leute! Boom! Sehr schön. Der Ball, der schützt mich hier gerade ganz gut. Das ist, glaube ich, kein Ding. Und ich bin der Meinung,
gehört zu haben. Hier, ja, ein Materiebrocken. Sehr schön. Damit könnten wir dann auf der Akademie noch einen Auftrag erledigen. Ha, sehr schön. Einfach so ein Mobilium. Cool. Okay, gucken wir uns nochmal in Roshanna um. Was da so geht. Hallo? Wie lange wollt ihr Rubrummer uns belagern? Ja, weiß nicht. Hat uns der Kristall verlassen? Hä? Also bei mir ist er noch da. Wir kommen in Roshanna. Tag. Uff, ich lebe ja gerne in dieser Stadt, aber es strengt schon ganz schön an, hier von einem Ort zum nächsten zu kommen. Das ist ganz schön verwinkelt. Aber so in den Wolken zu wohnen. Ich kann erst wieder nach Rubrum zurückkehren, wenn ich meine Mission erfüllt habe. Kupo wollte ich schon sagen. Nix mit Kupo! Es ist kein Mokri! Nein, ich finde diese Stadt ja eigentlich ganz cool hier. Die erinnert mich so ein bisschen an die Frau aus Final 12, Boucherba oder wie sie hieß. Die Stadt in den Wolken. Warum sind die Leute aus Rubrum alle so groß? Ist euch da oben die Luft nicht zu dünn? Nö. Ist alles gut. Krieg hat noch nie etwas Gutes hervorgebracht. Uns bleibt nur unsere Gebete an den Kristall. Was erwartet uns wohl am Ende des Krieges? Mich schmerzt der Gedanke, dass all das Blutvergießen umsonst gewesen sein könnte. Ja, ich bin auch mal gespannt, was uns hier so am Ende erwartet. Keine ungewöhnlichen Vorkommnisse. Weitermachen. Kann man hier eigentlich irgendwie rein? Hallo? Kennst du den Totholzwald? Seitdem die zwei Lessie dort aufeinander getroffen sind, ist diese Gegend nur noch ein trauriges Ödland. Totholzwald? Klingt interessant. Wie lange wollt ihr Rubrummer uns belagern? Du wiederholst dich! Die Concordianer sind kleiner als die übrigen Bewohner Oriens. Auf unsere Gesundheit scheint sich das nicht auszuwirken. Schließlich leben wir viel länger. Waren! Was gibt's denn hier? Suchst du was Bestimmtes? Mal gucken. Wormdeck. What? Geil. Endlich mal neue Waffen. Ich glaub's ja nicht. Ich werde mich hier erstmal wirklich mit jedem... Ich hab genug Kohle am Mann. Alter, MP plus 50. Cool. Wir kaufen einen. Dies. Das. Jenes. Welches. Teil. Das. Wir. Wir brauchen. Können. Um. Stärker. Zu. Wer. Die. In. Das waren sie alle. Sehr gut. Das ist doch schick, schick, schick. Langschwert, Angriffskraft, ja. Gut, sehr fein. Nice, nice. Jetzt natürlich bald wieder, wie viel habe ich denn jetzt ausgegeben? Ja, die Hälfte. Passt schon. Man hat's ja. Jede Stadt hat wohl mit den Folgen des Krieges zu kämpfen, aber die Lieferungen hier lassen einfach zu lange auf sich warten. Ja, mein Auftrag. Ich stecke in unglaublichen Schwierigkeiten. Hilf mir! Hier in dieser Gegend treibt sich so viele Monster rum, dass ich keinen Nachschub an Waren bekomme. Es mangelt an Heiltränken, an Lebensmitteln. Wenn das so weitergeht, werden einige der Leute hier nicht überleben. Mit unseren Selbstverteidigungskräften alleine werden wir nicht Herr der Lage. Würdest du uns die Güter erweisen und die Monster vernichten? Besiege 15 Mandragoras. Für Subaru in Roshanna. Die Mandragoras verhindern, dass mich der Nachschub an Waren erreicht. Besiege 15 von ihnen hier in der Roshanna Provinz, damit die Menschheit wieder Heilträger und Lebensmittel bei mir kaufen können. Ich habe, glaube ich, noch keine Mandragoras gesehen, aber ich denke mal, wenn ich den jetzt annehme, dann hoffe ich mal, dass die da sind. Hier in der Region. Okay, dann wollen wir mal gucken, wo hier der Ausgang ist. Da ist er auch schon. Jo. Dann schauen wir das nochmal an. So, Mandragoras. Ich glaube, das waren diese kleinen Viecher. Ja, sowieso. Habt ihr schon wen im Kopf? Jawohl, da sind sie auch schon, glaube ich. Ja, die Mandragoras. 15 Stück mal besiegen. Klein und nervig. Hallo? Nervensäge. Ja,
So, wie viele haben wir? 4. Okay, das wird sich noch ein bisschen... Ah, das ist gut. Das ist sehr gut, dass wir hier gleich weiterkämpfen dürfen. Zack. Und wieder 4. Dann haben wir 8. Und weiter. Weiter, immer weiter. Zack. Und noch einmal. Dann müssen wir es eigentlich haben. Auftrag abgeschlossen. Sehr schön. So, ich mache aber den einen Kaffee. Mann, nehme ich noch mit. Können wir ein paar Anime sammeln. Das ist immer ganz gut. Kann nur von Vorteil sein. Bleibst du stehen? Du Dönerbomber. So. War's das oder noch einer? Das war's. Gut. Dann zurück. Nach Roshana. Auftrag ausgeführt, Milady. Ach, ist, ihr habt noch gar nicht meine neuen Waffen ausgerüstet. Warum vergesse ich das eigentlich immer? Das gibt's doch gar nicht. So. Mir kam bereits zu Ohren, dass die Zahl am Monsterstark zugegangen sein soll. Das hier ist ein Dank von der gesamten Stadt. Eine Goldfußkette, sehr schön. Dann werde ich mich mal eben an den Kristall begeben und mich mal flugs umrüsten. Also sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich fertig und ich habe gerade mal gesehen, dass die... wie heißt sie denn? Kinz? Oder Sink? Entschuldigung, Kinz. Sink! Eine fette Waffe hat, die schon 150 Angriffspunkte hat. Deswegen habe ich sie gleich erstmal in mein Team reingeholt. Ich möchte mir das dann demnächst mal angucken, wie die denn so drauf ist. Jo, wir sind hier, denke ich mal, in der Region. Provinz. Oh, komm her. Wir nehmen nochmal den Morbul mit. So, wir werden hier alles hochreißen wieder und dann einfach mal wieder fett angreifen. Hat ja sofort so alles ganz gut funktioniert hinter diesem Schutzwall hier. Einfach die Verteidigung hochziehen und dann war's das. Zack. Sinki dreht sich da bis Mappen. Sehr schön. Ja, alles klar. Würde sagen, wir gehen mal zurück zur Akademie. So. Wir übertreffen natürlich wieder alle Erwartungen. Das hier, Fenster. Schwupp. So, nehmen wir schon wieder einen Feldeinsatz und dann noch einen. Können wir mal gucken? Küsteneinsatz. Mein Gott, es sind so viele! Jetzt sind wir noch der Papierkrieg hier, ne? Ja, okay. Werden wir wahrscheinlich. Ja, machen wir dann einfach mal locker flockig weiter. Wir gucken erst nun mal. Hier oben ist es ja schon wieder Tag vergangen. Müssen wir uns natürlich wieder umschauen, ob es hier irgendwo noch eine Information für uns gibt, die vielleicht interessant werden könnte. Und wir gehen... Wer war denn das? Wer hatte das denn mit dieser Anime? Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Ich glaube, es war im Rüstungslabor, wenn ich mich jetzt nicht irre. Mitsuki hieß sie auch, glaube ich. Mitsuki, nicht Mitsuki. Schauen wir einfach nochmal hin. So. Rüstungslabor. Da ist Mitsuki. What are you doing? Unklassiker 0, ja. Warst du das? Warst du das? Warst du das? Ja. Sie war das. Wirklich, na, ich glaube, das ist besser erst, wenn du es mir gebracht hast. What are you doing? Kannst du mal sehen, hab's schon dabei. Du hast wirklich besorgt. Danke, hier, für dich. Diamantring. Crest. Kann er denn? Gucken. Schnell gucken. Aber wir hatten hier nicht schon einen? Ich hab da doch irgendwas mit Diamant... Diamantschild hatten wir. Diamantring, 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 Diamantring. Da. MP plus 70! What?
Great. Sehr gut. So, die Hornplatten, ja. Ach, weiß nicht. Mach ich dann bei Zeiten. So. Ja. Gucken nochmal, eben nochmal einmal rumgucken. Hilft ja nix. Salon. Ich muss auf jeden Fall in der Kommandozentrale noch ein paar Tränke mir wieder einstecken haben. Weil sonst werde ich am ausgeschreckten Abend verhungern irgendwann. Deswegen gehe ich eben mal nicht zur Rektorin Ulf Mackey und gebe ihr meine verdienten VP. Weiß auch gar nicht, wie viel es sind. Machen wir das erstmal. Ja, ich habe VB verdient und möchte sie eintauschen. Super Trank. Dann hat das Kartendeck. Auf plus 43. Alter Schwede, das ist doch nochmal besser als das, was ich ihm gekauft habe. Ja, Frostbeiß haben wir schon. Die Waffe ist echt genial. Publikum haben wir schon. Rotes Käppchen auch. Schwarzgurt. Okay, nee, ich möchte die Tränke. Die finde ich eigentlich ganz cool. So, so viel wie geht. 5 Stück nur. Damn you. Na gut. Besser als nichts. So. Ja. Ich glaube, viel mehr gibt es ja auch nicht zu entdecken. Schon wieder. Die wichtigsten Ereignisse haben wir, glaube ich, abgegrast mit unserem Ausrufezeichen. Nochmal auf die Himmelsterrasse. Kann ja sein, dass da was passiert ist. Nope. Keiner hier, der mit uns reden möchte. Schade eigentlich. Was sagt sie? Wait. Seit wann ist Machina wieder zurück? Der hat kein Wort darüber verloren, warum er uns in der letzten Mission nicht gelassen hat. Ja. Schauen wir mal, was da noch ist mit ihm. Gut. Würde sagen. Ja, wieso häufig? Geh nochmal raus. Machen noch einen Feldeinsatz. Und dann muss ich auch bald mal hier mit der Type-Zero-Aufnahmesession ein Ende finden, weil ich muss nämlich Final 4 auch noch aufnehmen. Es ist ja, ich habe es ja schon mal erwähnt gehabt in, ich weiß gar nicht, ob es in der Final 4 Aufnahme war oder ob es jetzt in dieser Aufnahme war. Es ist bald Urlaubszeit und es kann passieren, dass es dann mal ein, zwei Wochen keine Folgen gibt von mir, da ich dann ja auch nicht da bin. Es kann natürlich auch sein, dass ihr dieses Video hier schon seht. Wo ich schon wieder längst da bin. Also ich fliege am 10. August. Keine Ahnung, wann dieses Video erscheint. Kann sein, dass es dort noch nicht erschienen ist. Von daher sei euch die Information schon mal, sei euch das schon mal erzählt, dass eventuell was mal nicht was kommt. Ja, noch keine Folgen kommen. Ja gut, ich denke mal, ich mache hier diesen Feldeinsatz noch eine Folge und dann werde ich erstmal diese Aufnahmesession beenden. Ich beende jetzt hier auch erstmal die Folge und wir gehen in den Endscreen. Wir waren noch in der Rosana-Provinz, wie man das nennen kann, in der Region unterwegs. Da haben wir noch einige Aufträge erfüllt. Zum einen den für, wie hieß er denn, Subaru, glaube ich. Können wir leicht merken wegen dem Auto. Wir haben dort ein paar Mandragoras besiegt, damit wieder ein paar Waren ins Land kommen. Und dann haben wir noch einen Morbul, der vor der Tür stand, auch noch besiegt. Da haben wir dann die dunkle Materie bekommen und hier in der Akademie dann auch noch den Auftrag gleich mit ausgeführt. Sehr fein. Jetzt stehen wir allerdings wieder vor einem weiteren Feldeinsatz und den schauen wir uns dann natürlich in der nächsten Folge wieder an. Ich bedanke mich, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns in der nächsten Folge.